Willkommen zurück, Freunde, zum Meta-Montag. Das Deck, was ich für euch heute habe, habt ihr garantiert schon in Thumbnail gesehen. Das ist nämlich Zudiac Endlich. Und ja, das ist ein ziemlich cooles Deck, denn es gibt ein paar coole Interaktionen mit dem Deck und ein paar, sagen wir mal so, ein paar unfaire Karten, die wir benutzen können. Ich denke mal, ihr wisst schon welche. Wenn ihr das Deck selber spielen wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link für euch. Da könnt ihr einmal draufklicken und dann könnt ihr das Deck für euch selber ausprobieren. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Deck-Profile. Wir spielen einmal die Rasseklinge. Die hat die Fähigkeit, wenn die normal beschworen wird oder spezial beschworen wird, dass wir eine Südik-Karte auf den Friedhof legen können und dann können wir eine Karte ziehen. Ist ein One-Off, kann mal aufkommen, aber eher so irrelevant. Wir spielen noch zweimal Südik Ramram. Der hat die Fähigkeit, wenn er zerstört wird, durch einen Karteneffekt, dass er ein Zudiac-Monster vom Friedhof spezial beschwören kann. Wir spielen nur deshalb zweimal, weil wir mit dem die Zudiac-Kombo quasi enablen können, mit Dryden zusammen. Deswegen ist der für zwei ganz wichtig. Für was anderes ist der aber nicht zu gebrauchen. Der hat 2000 Death und der kann es für Traps protecten, was aber aktuell nicht so relevant ist, weil Impermanence wird nicht so viel gespielt aktuell, deswegen nicht ganz so das Thema für uns aktuell. Dann spielen wir noch drei weitere Zudiacs. Wir spielen noch einmal Hassbüchse. Die kann es halt vor Spells protecten, wie es halt Ramram bei Traps macht. Dann haben wir einmal Whiptail. Können wir quasi attachen als Material von Hand oder vom Feld. Das ist ganz nett. Und können dann quasi so machen, dass unsere Zudiac-Monster banishen. Ist auch ganz nett. Und natürlich Redpeer, der unsere ganze Combo quasi enablen kann. Das heißt, damit kriegen wir Ramram in Friedhof und können dann unsere Combo machen für unser Exodeck-Monster. Ist also ganz nett. Kommt aber jetzt nicht so häufig vor. Dann kommen wir zu dem Eldritch-Teil. Den Monstern, da spielen wir zweimal den Golden Lord. Man könnte ihn auch dreimal spielen, aber grundsätzlich ist es zweimal komplett ausreichend, denn der Golden Lord ist halt Spezialbeschwörbar und ihr wollt ihn eigentlich gar nicht ziehen, ihr wollt ihn special über die Fallenkarte und wollt lieber mit anderen Karten eröffnen und nicht mit dem Golden Lord. Da haben wir Pine Traps, ganz cool auf jeden Fall. Da haben wir dreimal unseren Thanos Drachen. Phantasma ist zurück. Er ist wieder eine ziemlich gute Karte, weil es da mehr Monster-Effekte gibt, die targeten und deshalb ist die ganz cool. Und ihr könnt natürlich Hände machen, die ein bisschen bricky sind, zu nicht ganz so bricky. Vor allem, wenn wir Second gehen, weil dieses Deck ist ein bisschen weird, weil ich möchte eigentlich Second gehen, aber wenn es First geht, muss er auch ein bisschen was tun. Dafür haben wir die Fallenkarten drin. Das ist also eine ganz coole Idee, die halt wirklich, wenn man Second gehen muss, halt zu spielen. Ist zumindest schon mal ein Buddy auf dem Feld, ist jetzt nicht verkehrt. Und dreimal Ash Blossom Joy Spring. Einfach, weil ich schon mal gesagt habe, die generischste Handtrips, die ihr spielen kann und sie so ziemlich gegen alle Decks ein bisschen was tut, auch wenn es nicht den Highest Impact hat. Kommen wir zu den Spellkarten. Erstmal geht es um die Konstanz. Wir spielen dreimal Verfluchtes Eldland. Die Karte ist insanely gut. Denn die Karte hat die Fähigkeit, sich einmal entweder eine Golden Land Zauberfallenkarte zu fügen oder die Golden Lord, was beides gute Optionen sind, entweder die Trap zu suchen oder den Lord zu suchen, je nachdem, was ihr noch nicht habt. Wenn ihr auf den Friedhof gelegt wird, können wir entweder eine Golden Lord auf den Friedhof legen oder eine Trap-Karte, was ziemlich gut ist, weil die Trap-Karte kann es in Endphase wieder eine Ressource geben, nämlich Sanguine. Und Sanguine ist nämlich ziemlich gut, denn Sanguine sorgt dafür, dass wir den Golden Lord aus dem Deck specialen können oder vom Friedhof, je nachdem, von wo wir es halt brauchen. Und das ist ziemlich gut. Dann kommen wir zu Feuerformation Tanky, dreimal auch die Karte. Unglaublich gut, die sucht uns einmal die Zudiac-Monster, was nett ist, das heißt, damit haben wir 9 Zudiac-Monster im Main-Deck, was eigentlich ausreicht, dass ihr so ziemlich häufig einen davon seht. Mehr wäre natürlich schön, aber wir müssen halt ein paar andere Engines noch drin spielen und wir haben noch ein paar andere Konstanzkarten, die wir spielen, deswegen sind 9 Karten da ganz okay. Denn mit der nächsten Karte, Zudiac-Sperrfeuer, diese Karte spielen wir einmal und die gibt uns halt Access zu dem Zudiac-Monster, indem wir eine Karte crushen. Nette Interaktion ist, wir können damit Eldritch schießen und Eldritch triggert dann einen Effekt, was uns den Golden Lord Access gibt. Ist also eine ganz nette Interaktion, ist leider ein One-Off, weil sie auf 1 ist. Machen wir weiter mit 3x Port of Prosperity. Die Karte ist halt wie in jedem Deck ziemlich gut. Ihr werdet den in dem Deck wahrscheinlich eher für 3 resolven, nicht für 6. Aber es kann halt den nötigen Push geben, um halt die Karten zu kriegen, die wir halt brauchen. Wie jetzt eine Starterkarte zum Beispiel, obwohl wir jetzt eigentlich nur 10 Zudiac-Starter spielen. Kann uns das halt den einen Starter geben, den wir halt wirklich brauchen. Und der halbe Damage ist für uns halt egal. Wir möchten halt mit den Zudiacs gar nicht so krass Damage machen. Wir wollen ja eher auf Zeus geht, das Game kontrollieren. Deswegen ist der wirklich ziemlich gut in dem Deck. Dann haben wir, weil wir oft Second gehen mit dem Deck, um halt mit Zeus anzugreifen, dreimal Dark Ruler No More, damit Monster-Effekte uns irgendwie da nicht stoppen können. Denn Dragonlink und andere Decks, die halt wirklich so ein Stunball aufbauen, ist mit Dark Ruler halt ziemlich gut zu outen. Deswegen spielen wir die auf jeden Fall dreimal. Sehr gute Karte. Dann haben wir ein bisschen Back-Removal, nämlich Cosmic Cyclone. Es macht Sinn, die im Main-Deck zu spielen, weil es gibt viele Karten, die wir vorher outen müssen, bevor wir unser Monster aus Welt bekommen. Weil Strike gegen das Deck ist halt insanely strong. Aber auch so Karten wie die Fallenkarte von den Dragonlinks, die kannst du ein bisschen outen. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir so einen Normal Time protecten können. Und wenn das nicht klappt, haben wir noch einen Eldritch-Teil. Das ist also okay. Aber eigentlich wollen wir mit unserem Normal Time durchkommen und halt Zeus machen. Dann spielen wir noch eine Lonely Monster Reborn. Das ist dafür da, falls unser Normal Time wirklich mal gestoppt wird und wir noch ein Monster vom Friedhof zurückholen möchten, um dann halt gegebenenfalls damit unseren Zeus zu machen. Denke ich verständlich, oder? Haben wir unsere Fallenkarten. Sind in dem Fall 9 Stück. Alles Eldritch-Karten. Haben wir dreimal Scarlet Sanguine.
die Fallenkarte, Special den Golden Lord aus dem Deck oder vom Friedhof. Ziemlich gute Karte. Und die kann, wenn die im Friedhof ist, sich banishen. Und dann können wir uns eine Golden Land Fallenkarte setzen, was ziemlich cool ist. Dreimal Conquistador. Das ist die Zerstörungsmaschine 6. Die zerstört, ohne zu wählen. Das ist ziemlich gut. Sanguine plus Conquistador ist halt immer Golden Lord plus ein Schuss. Das ist ziemlich gut. Dreimal Hakero. Hakero kann Karten banishen aus dem gegnerischen Friedhof und wählt auch kein Target. Das ist auch ziemlich gut, denn wir können damit halt bestimmte Arten von Effekten halt aufhalten, falls sie im Friedhof irgendwas brauchen, was gegen manche Matchups schon ziemlich hilfreich sein kann. Ja, das war's aber mit dem Main Deck. Kommen wir jetzt zum Extra Deck. Das wird nämlich interessant. Da spielen wir zweimal Borbo, die wichtigste Extra Deck Karte in unserem Extra Deck. Denn die kann direkt angreifen und das enabled einmal den Zeus. Und das ist auch wichtig, deswegen spielen wir den auch zweimal. Daneben haben wir einmal Dryden. Dryden natürlich auch eine super wichtige Karte. Die ist wichtig für die Combo oder für unseren First Turn, weil wir damit zumindest einen Schuss bekommen, was nicht bad ist. Oder wir damit unsere Zauber- und Fallenkarten anschießen können, die uns sehr bald stören können. Wie manche Floodgates, die wir reinzeiten können. Oder falls wir irgendwas auf dem Feld haben, was sie nicht da haben wollen, wie Eltern zum Beispiel. Können wir damit halt Access zu den anderen Karten bekommen, was halt nicht bad ist. Die nächsten drei sind zwei Checkernine und ein Hammerkong. Checkernine hat dafür da, um halt Sachen vom Friedhof zu bereiten, ist halt ziemlich gut. Für unsere Combo, für Megaklops. Und natürlich, um halt mehr Monster aufs Feld zu bekommen, falls wir was anderes machen möchten, wie jetzt ein Phoenix oder sowas in die Richtung. Also auf da nicht bad. Und natürlich der eine Hammerkong, der uns protecten kann, aber eigentlich ist der nur dafür da, um halt ein extra Monster zu sein, was wir spezial beschwören können. Mehr macht er eigentlich nicht. Und dann haben wir einmal Tiger Mortar, zwei Stück. Die ist auch dafür da, dass wir, sagen wir mal so, ein bisschen mehr Damage Output haben. Denn wenn wir Sachen im Friedhof haben, können wir damit halt andere Materialien anhängen. Es kann uns ein bisschen mehr Damage geben, was halt manchmal reichen kann mit dem Borbo für Game. Also auch nicht verkehrt. Dann haben wir einmal die nächsten Exit Monster. Da haben wir zweimal Zeus. Brauche ich nicht erklären. Ein 6 Material Zeus ist eine ziemlich starke Karte. Denn die kann dreimal alles auf dem Feld auf den Friedhof legen. Insane. Diese Karte hat das Deck halt wieder viable gemacht. Und dann haben wir einmal Plejaden. Plejaden ist cool, weil es ein Bounce ist. Ist nicht die beste Karte, aber sie hilft uns halt, die Fallenkarten wieder in den Grave zu bekommen, was halt für den Effekt, der bouncen kann, jetzt nicht bad ist. Dann machen wir weiter mit unseren Link-Monstern. Phoenix, denke ich, brauche nicht zu erklären, ist eine ganz gute Karte. Zerstört Zauber- und Fallenkarte. Dann haben wir einmal Link-Spider. Scheint erstmal ein bisschen weird zu sein, aber die Fallenkarten sind normale Monster, deswegen macht es halt Sinn, die da auf den Friedhof zu bekommen. Ist also eine ganz okay Karte, manchmal auch den Nibiru-Token. Kommt zwar nicht vor gegen uns, wahrscheinlich. Aber durch den Nibiru-Token können wir halt auch da links bei das Setupen. Und dann damit halt vielleicht für, weiß nicht, Phoenix gehen oder sowas. Dann haben wir noch einmal Vampire Sucker. Die ist auch dafür da, um halt die Fallenkarten in Friedhof zu bekommen. Und wir können halt eine Karte ziehen, was ganz nett sein kann. Also das hat verschiedene Applikationen, also not bad. Und die letzte Karte im Extra-Deck ist der gute Megaklops. Ist wieder im Main-Deck zurück. Es ist eine Karte, die müsst ihr euch quasi vorstellen. Es gibt manche Decks, die können diese Karte einfach nicht outen. Das heißt, ihr habt einen Auto-Win gegen diese Decks, die einfach nicht outen können, weil die nicht drüber rennen können oder irgendwas anderes machen können. Das heißt, dafür ist die wirklich richtig gut, die wirklich nur einmal zu spielen. Denn sie nimmt einen Platz im Extra-Deck weg. Okay, wenn ihr sie nicht braucht, könnt ihr sie banishen mit Prosperity, also von daher macht es keinen großen Unterschied. Aber auf jeden Fall eine ziemlich solide Karte. Und die gebackt habt durch den Golden Lord oder durch die Fallenkarten, sowas in die Richtung, kann schon mal ziemlich böse sein für den Gegner. Deswegen auf jeden Fall einmal spielen. Jetzt haben wir das Deck gesehen, jetzt ist die Frage, was ist das Endboard von dem Deck? Wo möchte es hin? Was will es tun? Was soll man machen? Hier ist es. Ja, das Deck an sich ist jetzt gar nicht so krass auf den Endboard ausgelegt, denn es geht ja meistens eher second. Also ihr braucht dafür den Borbo und ihr greift damit an, geht für Zeus und setzt ein, zwei Karten verdeckt und dann ist der Gegner wieder dran. Zeus kann halt alles weghauen und dann habt ihr quasi Sanguine plus halt ein Conquistador oder sowas in die Richtung. Das ist eigentlich euer Endboard. Ihr habt Zeus mit im besten Fall 6 Materialien. Und dann drunter dann nachher Sanguine plus halt die Golden Landfallenkarte. Und mehr braucht ihr eigentlich nicht. Das war's auch schon mit dem endlich Deck-Profile. Wenn ihr ein anderes Deck sehen wollt, am Meta-Montag, lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich lese mir durch, denn der endlich Vorschlag kam ja auch von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, da ist der Abo-Button. Lasst gerne mal ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.